Servusle, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Conan Exiles mit Voucher und natürlich mit unserem Coneless. Das ist nicht der Coneless, aber wie er hier drin tanzt, ne? Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Neue Woche, neues Glück, die Montagsrunde. Wir machen eine Grustel- und Baurunde heute, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Die Öfen laufen, Material wird hergestellt. Ich möchte den Turm heute zuziehen. Dafür müssen wir uns noch isolierte Deckenelemente herstellen. Ist aber normalerweise kein Problem. Die Mauern habe ich schon gemacht. Unser Schwein wartet drauf, dass wir es rausholen. Unten ist auch noch der Named wahrscheinlich durchgelaufen. Dann haben wir ja überlegt, dass wir am schwarzen Schiff uns eine kleine Rekrutierungsstelle aufbauen und der Fledermausturm warten auf uns. Und das sind nur die Dinge, die ich jetzt spontan gerade überlegt habe. So Leute, jetzt passt mal auf. Mit was fangen wir denn an? Am besten mit den Mauern. Kann ich bauen und klettern gleichzeitig? Ich nehme es doch mal an. Lass mich mal ganz kurz gucken, was mich die ISO-Teile kosten würden. Ich brauche bestimmt, also Minimum 10 von denen schon mal. Ah, da brauchst du die Teile hier. 10 von denen, jetzt machen wir mal 10 Stück davon, sind 40 und 50. Das heißt, ich brauche 90 von den Trägern habe ich nicht. Ah, dann warten wir. Dann würde ich sagen, ich verbaue erstmal die Mauern. Das sind wir jetzt wahrscheinlich eh erstmal ausgelastet. Gehen wir einfach mal hoch und ziehen das Mäuerle rum. Dann kann ich nämlich auch gleich schauen. Oh, was wir auch vielleicht machen könnten, Leute. Die Foundations herstellen. Vielleicht gucken wir mal, ob wir oben genug Platz haben für den Kartenraum. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es ein bisschen knapp wird. Jetzt ziehen wir aber als allererstes mal Mauern, würde ich sagen. Dafür habe ich sie ja vorbereitet, die guten Dinger. Und natürlich gleich Material nachgefarmt, ne? So, dass es hier immer weitergehen kann. So, Leute. Einfach aus dem Stand raus. Wenn ich mir überlege, wie lange es gedauert hat, die Dinger herzustellen und wie schnell die verbaut sind. Ist wie beim Essen, ne? Du kochst 2 Stunden und in einer halben Stunde ist geschmatzt. Scheiße. Aber Gott sei Dank habe ich mehr gemacht. Wieso sieht denn das jetzt hier? Ach, das ist da rausgesnappt. Das ist ja halt. Nee, Codeless. Die da will ich weghaben. Laufen wir mal darüber. So, die will ich weghaben hier. Danke ich dir. So, lass los. Und jetzt hauen wir sie hier ordentlich rein, ne? So, Leute. Das heißt jetzt nichts anderes wie die Grundfläche vom Turm. Und es ist ein sehr schönes, hohes Zimmer. Hier haben wir natürlich die Möglichkeiten dann. Oh. Fällt mir gerade ein. Hier können wir verzieren. Mir fällt gerade ein, Leute. Unsere untote Hyäne sollte eigentlich durchgelaufen sein, oder? Ja, die ist fertig, Leute. Hier ist sie. Und auch nochmal hier zur Berichtigung, falls der ein oder andere die Infos dann übersprungen hat. Der Timer ist tatsächlich da, solange man sie nicht setzt. Und ihr habt gesagt, wenn ich die jetzt zum Leben erwecke, indem ich sie hier hinsetze, dann ist natürlich kein Timer mehr drauf. Ich drücke drauf, Leute. 3, 2 und. Warte mal, warte mal, warte mal. Boah, die schickt mich so ein bisschen, wenn ich so mache. Warte mal, ich will es schön sehen. Ich brauche das, ne? Ja, so. Und jetzt. Flupp. Krasses Geschichtle. Wie viel Leben hatten so Ding? Alterle, geile Geschichte. Untote Hyäne. 2700. Das ist aber gar nicht so schlecht. Die bleibt jetzt erstmal im Haus. Es gibt jetzt erstmal meine Haushyäne. Ist das eine geile Geschichte? Ja. Ey, dann machen wir uns jetzt hier das Ding auch noch, oder? Lass mal gucken. Lass mich mal eben schauen. Wir haben verdorbene Knochen, wir haben den Kopf, dann machen wir die jetzt auch noch. Den untoten Schüferrücken. Den Schüferrücken. Komm, die stell mal her. Muss ich hier noch irgendwas vorziehen? Ne, weil Schwefel habe ich gemacht. Ich kann vielleicht ein bisschen Stahlfeuer durchjagen. Ein Stahlfeuer? Weil 2 Teer. Hier sind doch Teer genug drin. Und Schwefel. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ach, da unten, ich habe es schon durchlaufen, alles klar. Siehst du, habe ich nicht gesehen. Ich dachte gerade, da stimmt doch was nicht. Jetzt bauen wir uns den hier als nächstes. Schön einreihen, so muss es sein. Geile Geschichte, Leute, wieder was erreicht, wieder was Neues hier, wofür wir gearbeitet haben. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie der Turm denn wirkt jetzt mit der Erhöhung. Ja, krass, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Jetzt mache ich dann oben praktisch die Decke drauf. Das passt schon mal. Ich bringe nur eben die Wände weg, weil die brauchen wir jetzt im Moment nicht mehr. So, Wände weg. Ach, deswegen dauert es so lang, weil ich die hier vorgezogen habe. Ha ja, das ist natürlich blöd. Dann mache ich mal kurz den hier aus der Schleife raus, ziehe nochmal 30 Stück nach. Dann macht er die als nächstes. Brauche ich jetzt für mein Isolierding. Aber wir schauen mal, ob ich noch ein paar so Module habe. Ja gut, ich habe nochmal 4 von den Dreiecksteilen. Das ist allerdings nicht so viel, ne? Hier ist auch schön am Durchlaufen. Das ist also Wunderbärle. Ey, dann würde ich sagen, lass mich nochmal kurz reingucken. ISO, dann mache ich mal das, was ich kann.
Isolierte Holzdecke. Ich brauche tatsächlich dafür isoliertes Holz und die Eisenverstärker. Isoliertes Holz habe ich hier jede Menge. Na, machen wir mal die Hälfte rüber. Holen uns die Eisenverstärker, die jetzt schon da sind. Rest bauen wir nach, ne? Dann sind wir schon mal beschäftigt in der Zeit. Und während der das nachbaut und wir jetzt das oben fertigen, würde ich sagen, gucken wir mal nach unserem Schweinchen noch. Ich liebe die Runden, Leute, wenn man hier ganz gemütlich. Ah, das habe ich auch vermisst, ne? Aber wir gehen trotzdem Ausflug machen die Tage. Isolierte Holzdecke würde ich sagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann machen wir noch die isolierten Keile. 4 Stück habe ich. Lass uns mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rest verbauen wir dann gleich, wenn wir oben sind. Ich muss jetzt mal gucken. Ich will ja nämlich auch da tatsächlich hier praktisch reinlaufen. Dann haben wir da oben unser Schlafzimmer. Hier wird noch ein bisschen Housing dann kommen. Wir müssen natürlich hier oben rauskommen. Und da hätte ich jetzt schon gerne, dass sich das auch spiegelt. Lass mich mal ganz kurz die Dolche rauslegen, die Keile hier rein. So, den einen Keil kann ich anbringen und dann will ich mal gucken, wenn ich das jetzt hier spiegeln würde, aber dann komme ich ja da nicht hoch, ne? Wie machen wir das, Coneless? Du brauchst halt, wenn du hier oder hier reinkommst. Geil wäre natürlich, wenn ich die Treppe hier anfangen lassen würde. Dann könnte ich die in die Richtung biegen. Was sind 3 Elemente, die dann brauchst, ne? Pass mal auf, den habe ich jetzt auch noch nicht gesetzt. Dann machen wir den mal eben noch geschwind. Schild kannst du wegpacken. Spiegel mal den da hoch. So, und dann machst du den einen hier noch hin. Und dann könnte ich theoretisch. Ja, das ist blöd. Das ist blöd. Oder ich mache mir hier einen Fahrstuhl rein, Leute. Einen horizontalen Fahrstuhl, wo man dann hochkommt. Weil wir gehen ja wirklich nur zur Abreise hoch. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich baue das jetzt hier einmal so weit zu, wie ich kann. Und dann schauen wir es uns einfach an. So, hier kämen dann wieder 2 Stück. Wisst ihr was? Da gehst du mal hoch jetzt. Das muss ja normalerweise drin sein, oder? Ey, ist das geil, was du hier alles machen kannst? Ja. Nein, nein, nein. Ja, passt. So, das machen wir zu. Das machen wir zu. Der muss dann auch zu, ist klar. Dann kommt da drüben wieder eins hin. Und hier die Geschichte, ne? Und dann haben wir hier praktisch wieder Dreiecksgeschichten. Ich baue da einen Fahrstuhl rein. Weil ich mache das ja nicht jeden Tag, dass ich hier abreisemäßig das benutze. Wichtig ist, dass es nachher cool aussieht und dass es einigermaßen braucht. Gott, ist es schön von hier oben, das alles zu sehen, mal. Okay, die Dreieckselemente sind schon verbaut, Leute. Dann haben wir jetzt da noch die Möglichkeit. Und das war das auch schon. Soweit haben wir das dann hier. Brauchen wir noch mehr Dreieckselemente, gell? Hey, wir brauchen jede Menge Zeug. Und zwar, lass mich mal ganz kurz überlegen, es käme ja hier an jedes Dreieck wieder ein Viereck dran, richtig? Das würde bedeuten hier, hier. Da fehlt das Dreieck, da brauche ich gar nicht weiter überlegen. Da fehlt ein Dreieck und dann käme dann das Viereck hier wieder hin. Alles klar. So, und jetzt bin ich halt noch im Überlegen, du kommst dann später hier raus. Mit dem Fahrstuhl hier oben kommst du an, dann kannst du hier rauslaufen. Ich möchte auf jeden Fall die Treppe hier nach unten, dass ich spähen kann. Hier weiß ich nicht, ob ich eine Treppe hin will. Kann auch sein, dass ich hier irgendwie einen Wächter installiere. Weißt du, eine Fahne hier hin, mal gucken, wie genau was machen, weiß ich noch nicht. Für den Fall der Fälle. Ich meine, der kann hier oben wahrscheinlich eh nicht mithelfen zu kämpfen. Vielleicht mache ich hier aber auch die untoten Hyänen hin, dass die hier zu Hause haben. Und wir gucken, dass wir von hier eine Treppe rüberbauen nach oben. Und da würde ich gerne mal gucken, ob ich 9 auf 9, beziehungsweise 10 auf 10, dass wir Spiel haben, Fundamente hinkriege. In irgendeiner Form. Weil hier rüber zu, könnte ich mir vorstellen, reicht's. Aber dann habe ich das Problem, dass es. Aber da kann ich schön in den Felsen reinwachsen. Hier oben will ich den Kartenraum hinmachen. Das wird mein Ziel. So. Also, lieber Coneless, dann würde ich sagen, wir holen jetzt die anderen Eisenträger, bauen uns einen Fahrstuhl und dann sind wir doch schon dabei, ne? Ne, lass mal los. Sehr schön. Also, langsam wird's mit dir. Ladadi, das Türmchen des Glücks. Das gefällt mir richtig gut hier, das Viechle. Ich will die da oben hinstellen. Das machen wir dann nachher, wenn wir einen Fahrstuhl haben. Jetzt pass auf, Leute. Den Fahrstuhl musste ich den bauen. War das beim Zimmermann? Yeah. Und zwar brauche ich den vertikalen Fahrstuhl, 10 Zwirn und 30 Eisenbarren. 10 Zwirn und 30 Eisenbarren. Ihr seht schon, ich habe wieder fleißig nachgelegt, ne? 30 Eisenbarren und 10 Zwirn. Überall sind jetzt NPCs am Arbeiten.
Hast du mir 10 Zwirnmädchen? Ich danke dir, ich danke dir. Von ganzem Herzen, ohne Schmerzen. Blutwurz ist auch hier oben, der hat mal beim Farmen ein bisschen geholfen. So, pass auf. Bams, Bams. Den vertikalen. Einmal herstellen. Hallo? Ach, der reiht sich jetzt auch da hinten ein. Ja, dann mache ich das jetzt wieder weg. Damit es einfach jetzt dann halt auch passiert. Ne? Die 87 wollte ich komplett, die 64 auch. Der Fahrstuhl wird gebaut. Jetzt fehlen uns die Eisenträger. Jetzt gucken wir mal, ob der fertig ist da hinten, der Kollege. Mit 16 Stück bei 34. Ich brauche halt so viel Zeugs. Ne? Wir machen jetzt noch eine Runde hier und dann gehen wir das Schwein rausholen zur Überbrückung. 1, 2, 3, 4, 5. Und die 2. Und dann verbauen wir. Das klappt manchmal nicht. Ne? Ich habe übrigens das auch, das habe ich schon in den Kommis gelesen. Bin ja der Einzige, der diesen Bug hier hat. Ne? Man muss da die einzeln drücken, dann geht's. Okay, Leute. Also, untote Hygiene ist durch. Untoter Schieferrücken ist in der Warteschleife. Da freue ich mich halt auch schon drauf. Können wir das von hier unten steuern? Also, du musst ja nicht unbedingt da hoch. Sehr schön. Gleiches Gespür hier. Wie schnell die Dinger verbaut sind, ne? Jetzt muss ich wieder warten, bis eins fertig ist. Ich kann aber in der Zeit schon mal den hier hinsetzen. Und den. Bin ich schon wieder durch? Ich bin schon wieder durch, Leute. Ich gehe nochmal auf ISO. Nicht Easy, sondern ISO. Dreieckselemente. Ein letztes. Ein letztes ist in der Pipe. Jetzt haben wir nur das Problem mit dem Fahrstuhl, dass hier dreieckige sind. Das müssen wir uns dann gleich mal angucken, wie man das... Ey, ist da Hammer. Das wird richtig gut. So, ich mache hier zu praktisch. Ne? Und da haben wir hohe Decken, Leute. Das werden wir natürlich auch schön ausleuchten. Das werden wir schön ausleuchten. Ich baue mir dann auch ein schöneres Bett hier rein. Dann kommen wir Köpfe an die Wand. So. Ha ja, gute. Jetzt muss ich halt warten, bis der fertig ist. In der Zeit holen wir mal das Schwein raus. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wo ich den Gurktaler hinbringe. Wo machen wir den hin? Soll der unten zu den anderen Tieren? Der Pferd, also das nochmal hier zur Erinnerung. Der Pferd da unten, der kommt weg. Ne? Der wird wegkommen. Das Rad des Schmerzes kommt hier weg, weil wir ja eine Rekrutierungsstelle haben, eine saubere. Pferd 1 und Pferd hinten dran 2 bleiben. Der gefällt mir halt nicht da unten. Oder ich baue ihn ins Eck rein. Aber da müssen wir mal gucken jetzt. So, jetzt sind wir mal gespannt auf unsere Säule. Ich trinke schon mal einen Schluck. Wasser müssen wir auch gleich holen. Da ist es. Ist ein normales Wildschwein, Leute. Aber, das ist mir egal. Ich habe es trotzdem lieb. Ich weiß was, ich lasse das hier vorne dran. Das darf hier aktiv sein. Erstmal, bis ich einen Platz weiß, ne? Ja, wie gut. Zeig dich. Ich grüße dich, Wutz. Schön. Es gefällt mir. Warte mal, ich muss draufklicken, ne? Ich nenne den jetzt Gurktaler. Ich nenne alle Schweine immer Gurktaler. Gurktaler. Und ich liebe Schweine, Leute. Ich sag's nur. 3000 Leben, ne? Oh, Pilze. Pilze und Schattengewürzter. Ey, was ich mir überlegt habe, weil ich gerade Schattengewürz lese. Also, der gehört jetzt zu uns, ne? Wildschwein, willkommen im Klüpple. Ich bring den aber runter. Ich habe mir überlegt, wir können doch diese Echsenrüstung herstellen. Und wenn der Named unten fertig ist, dann ziehen wir dem die Echsenrüstung an. Ich weiß allerdings nicht mehr. Ich muss mal gucken, wo die war. Wahrscheinlich beim Rüstungsmacher halt hier drin. Gucken wir mal eben durch. Dann könnten wir uns die bauen. Was ist denn aus den Materialien, aus den Abschaumtiefen? Rüstungsmacher. So. Lederne La. Ich gebe mal hier Echse ein. Nee. Ich weiß das Talent auch leider nicht mehr. Ich guck mal, ob ich es hier finde irgendwo. Das war die Hygienengeschichte. Leichte Gamaschen. Das da wird es sein. Wow. Reptilienbrustpanzer. Okay, das heißt, ich muss alles an Reptilienhaut und am... Ah, der abgründige Reißzahn. Reptilienhaut. Reißzahn, Reptilienhaut. Boah, Alter, das wird wahrscheinlich teuer. Haben wir so viel? So viel haben wir nicht, ne? Nee, guck mal, ich habe gerade mal 37 Reptilienhaut. Und das abgründige Fleisch sollte man auch noch irgendwie verarbeiten, ne? Da habe ich auch was gelesen, dass ich das hier gerade verkommen lasse. Abgründiger Reißzahn. Pass mal auf, wo hebt man das am besten, wenn ich es hier reinbatze, oder? Ja, hier hebt es auf jeden Fall schon mal 2207.
Ich müsste es halt mal verkochen. Ich kümmere mich darum, dass wir das nicht ganz irgendwie spoilen lassen. Boah, Alter, das ist ziemlich teuer hier, ne? Das heißt, ich muss dann nochmal in die Tiefen, oder? Rap. 7. 14. 21. 21 Reißzähne, also muss ich schon von vorneweg einmal zum Boss. 7, 19, 26, 33, 43, 48. Oh, aber dann fehlt gar nicht so viel. Naja, Leute, das kriegen wir hin. Hier ist nichts mehr drin, das habe ich alles durchgejagt. Ja, dann gehe ich noch einmal den Boss machen, die Tage, das mache ich dann offscreen. Dann gucke ich mal, dass ich da die Rüstung bastel und die ziehen wir unserem ersten Named an, der fertig ist. Sehr schön. Jetzt sollten aber die Dinger durch sein, oder? Dass wir weitermachen können im Takte. 16 Stück. Er braucht halt 100 Jahre. Er braucht halt 100 Jahre. Gut, dann holen wir den Named Mob auch noch raus vorher. Lass mich mal kurz überlegen. Iso Miso. Ich brauche. Wie viel kann ich denn jetzt herstellen? Na, 4 Stück. Komm, wir gehen nochmal kurz drin. Es dämmert auch schon langsam. Und der Fahrstuhl ist gebaut. Nimm den schon mal mit. Nimm den schon mal mit. Tribok müssen wir natürlich dann auch noch die Geschichten bauen. Ich bin gespannt, ob ich rüber treffe aufs Dorf. Das wäre natürlich eine geile Geschichte. Hi. Hi, Utode Hyäne. Also, pass mal auf. Ich baue mir mal ein dreieckiges noch auf. Müssen halt jetzt warten, bis die Sachen durchgelaufen sind, ne? Jo, eins. Ein solches. Er müsste jetzt auf die drei flutschen eigentlich, wenn er fertig ist. Ist er. So. Jetzt haben wir schon mal den Rand hier. Also gut. Wenn ich dann jetzt praktisch hier hochkomme, dann wäre es ja praktisch, wenn der Fahrstuhl. Eigentlich wäre es geil, wenn er hier drin wäre. Genau da, wo ich jetzt gebaut habe. Weil du kommst hier hoch und dann hast du praktisch dein halbes Zimmer und hier dann den Fahrstuhl reingeknipst. Das heißt, der hier muss weg. Dann baue ich den nochmal auf. Komme ich da jetzt eigentlich noch raus, wenn ich das so mache? Wahrscheinlich nicht, ne? Wird der dann, jetzt bin ich mal gespannt, ob der da kopfüber sich hochhangelt. Ist das krass. Das Problem ist nur, dass er nicht checkt, dass ich da hoch will. Scheiße. Okay, pass mal auf, dann machen wir das folgendermaßen. Nur, dass ich es jetzt nochmal richtig mache. Da ist der Eingang und da. Das heißt, ich hangel mich jetzt hier hin und den mache ich weg. Das ist gut. Kann ich den Fahrstuhl von unten vielleicht hinbauen? Wir gucken mal. Und zwar hätte ich den gerne hier gehabt. Ja. Passt es so? Passt es so? Ich weiß es gerade nicht, ob der dann richtig rum war. Hol den mal, dass ich den einmal sehe. Hier haben wir das Bedienelement. Das heißt ja, wenn der rechts außen ist, hat es gepasst, ne? So. Und dann fährt mir. Hör auf, das alles kaputt zu machen. Ist das gut? Leute, ist das gut? Es steht natürlich oben ein bisschen raus, aber da kommt ja noch der Ring außen rum, weißt du? Mit den Zinnen. Ja. Und hier geht es dann später natürlich auf die Reise. Jetzt bauen wir uns die Foundations noch. Das will ich jetzt wissen. Ey, das ist super. Das ist super cool. Machen wir hier die Lücke zu. Genau. Macht hier mal noch eins. Mach sie hier auch gleich die Lücke zu. Und kann ich einen Vierer? Ne, das Material fehlt. So, Leute. Und das ist auch der erste Fahrstuhl, der richtig integriert ist, meiner Meinung nach. Hier kommen dann die Zinndinger außen rum. Hier kommt der Weg rüber. Seid ihr überhaupt da? Ich muss ab und zu gucken, ne? Okay, lass mich mal kurz abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In der Mitte wird dann zugemacht mit 5. Er ist doch super. Ich find's gut. Ich find's gut. Oh, shit. Was ich nicht bedacht habe. Was ich nicht bedacht habe, Leute, wenn ich den Tribok hier in die Mitte stellen will, dann müssten wir den Fahrstuhl. Dann muss der Fahrstuhl eigentlich da hinten hin. Und dann müssen wir noch Glück haben, dass es vom Platz her passt. Ich nehme den nochmal weg. Gott sei Dank kann man den wegnehmen. Und zwar komme ich hier hoch. Dann müsste der Fahrstuhl da hinten rein. Das heißt, der muss weg. Es war klar, dass der mitleidet.
So, wie sieht es dann aus? Das geht jetzt nicht, oder was? Ne, ich hätte ihn gerne in die andere Richtung. So wie er jetzt hier ist, so hätte ich ihn gerne hier gehabt. Ja. Dann haben wir natürlich ein Problem, dass hier eine offene Seite ist dann, ne? Geil wäre jetzt, wenn ich parallel noch einen Fahrstuhl daneben machen könnte. Meinst du, das würde gehen, dass ich hier noch einen hinsetze, wo ich direkt in den Garten komme? Ich glaube, das wird nicht gehen, oder? Die werden sich schneiden. Es sei denn, ich mache hier noch eine Foundation irgendwie hin oder ein Dachteil. Hab ich nicht bedacht gehabt vorhin, ne? Und jetzt müssen wir noch hoffen, dass das überhaupt passt vom Platz her. Ich fahre mal kurz hier rein. Probier mal kurz aus. Weil der Drehbock ist ja schon eine ziemlich fette Geschichte. Also das läuft. Hier komme ich raus. Der Fahrstuhl stört nicht. Ich baue jetzt noch einen Fahrstuhl. Ich will das nämlich tatsächlich wissen. Servus. Und es dämmert dem Land vom Coneless. So muss das sein. Trink noch einen Schluck. Ich hole dir gleich Wasser. Bau dir mal noch so einen vertikalen Fahrstuhl. Brauchen wir nochmal 30 Metall und 10 Zwirn. 30 Metall und 10 Zwirn. Oh, das wäre cool, wenn ich da noch einen hinkriegen würde. Probieren müssen wir es, ne? Sonst werden wir es nie wissen. Die kann ich auch mitnehmen. Und Metall nochmal 30 Stück. Die hole ich jetzt kurz hier beim Kollege. Beim Kollege Schamid. Schamid. So. Das haben wir. Ah, die Rumprobiererei macht aber auch Laune. Das hast du einen Fehler gemacht. Du brauchst Metall. Nicht die Erze. So, hier die 30. Und was ich auch gerade sehe. Der hat kein Saft mehr hier, der Kollege, ne? 154. Dann nehmen wir hier die Hälfte raus. Ne, die Hälfte. Okay. Drück mal Play. Ist nichts mehr drin. So, guck mal, kannst du weiterarbeiten? Habe ich nicht bedacht. Hat er zur Seite rausgeschaut. Sodele, noch einen vertikalen Fahrstuhl zum Probieren. Und den Tribock wollte ich kurz mitnehmen, weil. Das lasse ich jetzt aber erst alles durchlaufen. Nee, ich kann das nicht. Ich muss das heute sehen, Leute. Pass auf. Ich mache die Warteschleife leer. Nochmal den vertikalen anstumpen. Dann machst du die Sachen hier fertig. So. Ich hole den auch gleich. Jetzt gehen wir mal schauen, wie weit wir kommen mit unseren Mats. Hallo? Habe ich vom Holz noch? Doch, da habe ich noch genug. So. Also, jetzt baue ich erstmal ein dreieckiges für hier. Und dann brauchen wir noch ein viereckiges hier. Ne, das dreieckige machen wir hier. Dann ist das schon mal dicht. Das viereckige gehört dann hier hin. Ich finde es gut. Wird natürlich dunkel jetzt hier, ne? Müssen wir ein bisschen dann ausleuchten. So. Jetzt fehlen wieder die Mats. Ich nehme an, die Eisendinger. Ja. Ja, aber jetzt haben wir es doch schon fast. Lass uns mal gucken, ob das mit dem Fahrstuhl geht. Irgendwo werde ich. Achso, ja, und den Drehbock wollen wir mal testen. Das machen wir jetzt. Schön, durch die Umstellung jetzt in den Einstellungen mit der Dämmerung ist die Dämmerung ein bisschen länger. Das genieße ich tierisch, weil die ist echt schön in dem Spiel. Fahrstuhl ist fertig, genau pünktlich. Und gib mir mal die Treppenelemente kurz mit. Ich will da auch noch was testen. Jetzt bin ich gespannt, ob der Drehbock noch hinpasst. Das wird das Wichtige. Aber selbst wenn er nicht hinpasst, haben wir das Problem, dass wir dann uns was einfallen lassen müssen, sowieso, ne? Der ist halt ein Riesenlappen, der Dinger. Fahrstuhl mache ich mal hier drauf. Drehbocktest hier. Das kann weg. Lass uns den mal hinheben. Doch, der passt noch. Er passt noch. Er passt noch. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja, das geht. Das geht, Leute. Das ist ja geil. Das heißt, ich komme von in dem Turm, wenn ich Bock habe. Ah, scheiße, da unten ist eine Fläche, ne? Scheiße. Ich dachte, ich kann runterfahren in den Garten. Aber auch nicht schlecht. Aber dann sieht's. Okay, ich bin gerade überlegen. Ich bin gerade überlegen, wie ich es finde. Ich habe gedacht, ich kann runtersausen bis in den Garten, weißt du? Aber da kann ich mir hier doch außenrum auch noch was einfallen lassen, oder? Da mache ich den einen Zaun weg. Und dann kannst du von außen auch noch mal hochfahren, wenn du Bock hast. Warum nicht?
Auf jeden Fall sieht es irgendwie lustiger aus so, als wenn dann nachher hier eine Lücke drin ist. Ich wusste gar nicht, aber jetzt weiß ich, dass ich die zusammenheften kann so. Und das ist schon richtig cool, finde ich. So, Tribok passt auch hin. Wir brauchen jetzt noch ein Dreieck. Ein Dreieck. Hier brauche ich noch ein Viereck. Was müssten dann dahin? Hier auch nochmal ein Dreieck. Also eins. Zwei. Ein Viereck. Und sieben Dreiecke. Oh, die hätte ich gerne noch verbaut heute. Leute, das gefällt mir jetzt mit dem Doppelfahrstuhl. Schade ist nur, dass ich nicht bis ganz runterkomme in Gatten. Die Idee wäre klar gewesen, ne? So. Cole, ist was mit dir los? Guck dir die Hyäne an, die zuckt kein Millimeter. La la. Ich will das jetzt gerne noch sehen. Wir machen den Named Mob morgen. Vielleicht war ich bis dahin schon mal in den Abschaumtiefen nochmal. Es sind halt nur 13, ne? Es sind halt einfach nur 13 Stück. Der braucht zu lange. Ich brauche einen besseren Schmied. Ich brauche einen besseren Schmied und am besten gleich dann zwei Dinger aufgebaut. So. Ja, die vier kannst du bauen. Ah ja, die Treppe wollte ich auch noch checken. Schweinler mal rausgeholt, ne? Untote Hyäne mal rausgeholt. Morgen dann den Named Mob unten. Müssen wir natürlich gleich wieder nachrekrutieren. Vielleicht bauen wir die Rekrutierungsstelle als nächstes auf, Leute. So, hier mache ich jetzt zu. Hier auch. Hier nicht. Und später geht es dann hier weiter, ne? Alles klärle. Was wollte ich noch machen? Die eine Treppe wollte ich noch verbauen. Gucken wir mal ganz kurz, wie das jetzt aussieht. Ich glaube, es wird schon wieder hell. Kannst Licht wegmachen. Genieß dein Land, mein Freund. Mein junger Barbar. Ja, das Ding kriegen wir heute noch dicht, denke ich mal. Und da hatte ich ja eigentlich vorgehabt, diese eine Treppe. Und ich mag die hier mit dem Geländer am liebsten. So. Und dann komme ich nämlich hier spaßig hin, wenn ich Bock habe. Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Dann sehe ich über mein Land. Gerade dann später, wenn die Säuberungen stärker werden und wir von hier oben dann so ein bisschen schon mal einen Blick haben. Was halt auch geil wäre, wäre so ein Paraglider irgendwie, ne? Mit dem du geschwind runter. Ja, Cones. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Sind wir mal ehrlich. Es gibt Schlimmeres und weniger Schlimmes, ne? So. Und schon hast du das ausgebügelt, dass das hier nicht so toll ausgesehen hat. Ah, ist doch perfekt. Dann kommen hier die Zinndinger, die machen wir morgen. Wollte ich auch noch was gucken. Danke, jetzt weil ich gerade Zinne gesagt habe. Zaun. Weil die Zinnen haben wir ja. Und es gibt doch bestimmt auch passende Dia. Zaunmachermeister. Hier, das sind dann die normalen Dinger, die brauchen wir, Leute. Verstärkt, ich schalte die frei. Die werden offensichtlich auch in meinem Inventar hergestellt. Zaun, vielleicht kann ich mir eins angucken heute. Verstärkter Steinzaun. Gehen wir mal runter nochmal, Leute. Wie die Zeit mal wieder weg ist, ne? Es ist halt echt Hammer. Wenn ich es hier hingebaut hätte. Ey, dann bleibe ich auch am Stein hängen. Du hast natürlich hier nur die Chance durch die Gerade. Gut, es ist mir aber wurscht. Ich lasse mir da was einfallen. Wahrscheinlich baue ich hier außen noch einen Ring hin, wo ich dann nochmal eine Stufe mit dem nächsten Fahrstuhl runterkomme. Weißt du, was ich meine? Ich zeige es euch mal. Ich finde es geil. Das machen wir jetzt zu. Dann bauen wir uns ein Zaunelement, dass ich weiß, wie es morgen aussehen wird in etwa. Dann gucken wir, dass wir schön Zinne, Zaun, Zinne, Zaun. Dann können die Bogenschützen da oben ein bisschen was machen. Dann können wir uns auch einmal so einen Kessel dahin basteln, wenn wir Bock haben. Weißt du, hier baue ich mir jetzt was hin, dass ich praktisch dann nochmal eine Stufe hier runterkomme, tiefer. Kommst du hier ohne runterfliegen rüber? Naja, nicht wirklich, aber. Schön, der Morgen. Der Morgen hier in dem Spiel, der ist halt einfach auch fantastisch. So, komm mal her. Ich brauche erstmal hier die nächsten Steinteile. Da habe ich doch schon alles reingeschmissen. Ich brauche gestärkte Ziegel, glaube ich. Ne? Lass mich nochmal reingucken. Zaun. Zinne machen wir morgen. Zaun. Vielleicht können wir den Tribok-Unterbau noch hinsetzen. So. Verstärkter Steinzaun. Eigentlich, mir reicht ja eins erstmal, ne? So, die Zinnen machen wir morgen, haben wir gesagt. Sehr schön. Den Bau da. Dann sehen wir das Teil gleich. Oh, freue ich mich auch drauf. Mach die mal wieder rüber, die Sachen. 10. Komm, das setzen wir jetzt oben hin. Ich will das jetzt haben. So. Ist jetzt eine Runde, in der ich praktisch die Materialien besorgt habe. Nicht aber die Elemente vorbereitet habe, falls sich jemand wundert, warum ich so oft hinterher stapse. So, ich brauche noch Dreiecke, ne? Wie viel brauche ich denn noch? Hier fehlt sogar noch ein Viereck. Dann mache ich das mal als nächstes. ISO. ISO, la bella, schalala. So.
Schöneres Bett brauchen wir hier drin. Ausleuchtung muss noch rein und so weiter und so fort. Dann machen wir hier einmal den Tausch, dass ich die Geschichte dazu bekomme. Ist es wirklich, kommt es wirklich hier hin? Tatsächlich, ne? So, und jetzt brauche ich hier nur noch Dreieckselemente. Wo ist denn jetzt das Zaunelement? So, lass mich mal kurz, kann ich es vielleicht... Da hinten dran hätte ich es nicht bekommen, weißt du? Dann hätte ich den Fahrstuhl wieder wegmachen. Boah, die sehen ja geil aus. Ich würde an jedes Viereck praktisch dann so eine Zinne hinbasteln und dann wäre der Zaun hier, ne? Außen. Boah, sind die gut aus? Boah, sehen die gut aus. Okay. Ich glaube, ich werde nie wieder aus Sandstein bauen. Guck mal das Teil an, Leute. Sehr, sehr geil. Und wenn das dann hier richtig dicht ist, coole Geschichte. Boah, jetzt die letzten Dreiecke, kommt schon, das machen wir jetzt noch. Oh, das wird schön. Eins. Weißt du, eins. Ein mickriges Ding. Ich warte jetzt, bis das fertig ist. Wir machen heute nicht aus vorher. So. Also, sind wir uns einig, ich brauche noch drei von den Teilen hier. Und dafür brauche ich wie viel von den Metallbolzen? ISO Dreieck. 12 Stück. Und wie viel haben wir? 1, also noch 11 Stück. Mir gefällt es immer besser, das Spiel. Kickt. Weißt du, manche Spiele werden dann mal irgendwann langweilig, aber das gefällt mir mit jeder Runde halt besser hier. 12 Stück brauche ich. Vielleicht habe ich ja noch irgendwo welche rumliegen. Ey, das mache ich. Ich gucke jetzt in den Abschaumtiefen vorbei für uns. Das haben wir jetzt ja schon zweimal gesehen. Das mache ich offscreen. Und dann können wir vielleicht morgen die Echsenrüstung bauen für unseren Named, der unten auf uns wartet. Weißt du? Das ist mehr oder weniger der Hauptmann dann aktuell. Das ist echt mies. Ey, manchmal habe ich doch Glück und dass oben am Dorf welche waren. Wir laufen mal kurz hin. Die Nachbarn sind eh nicht daheim, wenn ich die nicht durch die Renderdistanz anzeigen lasse. Wir gucken mal wenigstens, ob er fertig ist hier. Ich hole ihn aber heute nicht raus. Machen wir morgen. Er ist fertig. Geile Geschichte. Es war die Frau, glaube ich, die wir drüben geholt haben beim Elefantenbereich, ne? Daddy, ich muss euch ausrüsten. Ihr braucht Waffen und so weiter und so fort. Bist du jetzt hängen geblieben? Nee. So, ich bin gespannt. Wenn wir Glück haben, sind da oben Stahlträger drin. Also Metall-Eisenverstärker. Es dauert halt jetzt eine Weile, ne, bis die durch sind. Seht ihr welche? Nee. Immer Eisenbahnen sind drin, Knochen sind drin, das nehme ich natürlich alles mit. Mit. Und sogar Rinde und Pfeile. Ja, komm, das nehmen wir jetzt alles mit. Die drei Fleisch, die kriegt jetzt gleich die Hyäne unten. Schade. Hätte ja sein können. Ich hole nochmal Wasser, Leute. Da. Morgen machen wir dann die Fundamente. Also morgen will ich nochmal eine Baurunde machen, auf jeden Fall. Dann werden wir die Fundamente machen, gucken, ob das mit dem Kartenraum irgendwie klappt. So, du bist ganz allein, weil ich den Blutwurz abgezogen habe, gell? So, guten Appetit. Wasser holen. Dann hole ich gleich nochmal das Futter raus. Dann können wir das auch oben einkippen. Und dann sollten wir doch die 3x-Isolationsteile noch hinkriegen heute, oder? Junge, Junge. So. Du kannst eigentlich hier mit F immer schön alles rausholen. Und vergiss jetzt nicht, dass du Wasser holen wolltest. So. Ich habe zwar einen Brunnen oben, ne? Aber irgendwie bin jetzt das gewohnt, dass ich hier runtergehe immer. Wir essen nochmal. Futter haben wir geholt, kippen wir ein. Jetzt schauen wir mal. Das wird jetzt schon hinhauen. Dass wir den Tribok noch, dieses Basisteil da hinstellen können, das will ich heute noch haben. Wie viele Fahrstühle haben wir denn jetzt? Einer von hier nach oben, einer ins Schlafzimmer oder vom Schlafzimmer aufs Dach. Außerhalb einer hoch, einer rüber ins Tiergehege, ne? Vier Stück. So. Ich gucke natürlich als allererstes hier zum faulen Schmied. Jetzt hat er 16 Stück fertig. Habe ich die vorhin übersehen? Ich glaube, die habe ich vorhin übersehen. So, ich verwerte kurz das Futter, dann haben wir es doch schon. Oder brauche ich noch? Ich glaube, das habe ich alles. Geile Geschichte, Leute. Wir werden... Wow, dieses Teil da oben. Diese Zacken, absolut gut. Geiles Design. Hier ist natürlich auch jede Menge. Wundsekret kann hier raus. Das weiß ich, wo ich es hinhaben will. Die kannst du durchkochen für noch mehr Wundsekret. So, da kannst du auch auf Play drücken hier. Und die da, die... Aber die haben wir, glaube ich, auch erst hier durchkauen und dann drüben in die Presse, ne? Die Jungs.
Ich glaube, der ist überfüllt hier. Ja, der ist überfüllt. Da muss ich ein bisschen warten. Kann ich die... Ich hause jetzt schon mal so rüber. Ich hole ja sowieso fast täglich welche raus, ne? So, Leute. Was wollte ich denn eigentlich machen? Das Futter muss ich nachher rausholen. Hier. ISO. ISO. Schalalalala. Wie viel waren es? 1, 2, 3 bestimmt, ne? Ich fahre hoch. Ich werde es gleich von oben anbringen. Das ist ein schöner, hoher Raum. Der braucht natürlich jetzt Ausleuchtung als nächstes. So. Da, das letzte Teil haben wir es hingekriegt heute. Und jetzt das Teil hier mittig. So mittig ist usual. Scheiße, geht es jetzt nicht, oder was? Komm schon, Kohles. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, wie hoch ich es ziehen will. Warte mal. Huch. Jetzt ist wieder das Mausproblem oder was? Ganz kurzer Moment. Ich will ein Stück von der Treppe halt sehen, ne? Ne, normalerweise. Kurzer Moment. Tut mir leid an der Stelle auch. Wollen wir das so machen, dass du praktisch direkt da drauf läufst? Dann müsste ich es in die Richtung. Nee, ne? Wie macht man das am besten, dass man... Ah ja, guck mal, so sehe ich es ein bisschen besser, ne? So. Warte mal, ich muss es nochmal raufholen frisch. Nee, mir würde es eigentlich so reichen, wenn ich ehrlich bin. Ist das einigermaßen rund? Nicht wirklich, ne? Aber das hängt hier unten rein, sehe ich gerade. Wisst ihr was? Ich werde die Maus wechseln. Wir werden es morgen aufbauen. Tut mir tierisch leid, dass ich das jetzt nicht fertig machen kann hier. Aber ich, das Mausrad ist am Arsch halt, ne? Ich warte immer noch auf meine... Ich kann nicht mit jeder zocken, deswegen... Oh, aber das scheint mir recht hoch zu werden hier insgesamt. Guck mal. Guck mal. Das muss ich ja ganz ausfahren eigentlich, ne? Sonst hängt mir das unten im Schlafzimmer rein. Das gucken wir uns morgen an. Also ich werde es hier hinbauen. Ganz ausgefahren natürlich. Dann machen wir außenrum die Zinnen. Es wird interessant. Ich bin saumäßig gespannt, Leute. Für heute machen wir Schluss. Ich gehe auf jeden Fall in die Abschaumtiefen, denke ich mal, vor der nächsten Runde. Hol noch Material ran, dass wir die Rüstung bauen können für unseren Named-Mob unten. Und da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Morgen geht's weiter. Kommt gut in die Woche rein. Habt einen schönen Abend, meine Lieben. Ah ja, und falls ihr Bock habt, falls ihr die Folge immer gleich anschaut, ich müsste eigentlich montags im Stream sein, falls noch jemand auf der Bierle vorbeikommen will. So, bis dann.